Günter Haberlands Leidenschaft sind Maiglöckchen. Stolz zeigt er seine schönsten Sammlerstücke. Das ist eine hübsche Glasbläserarbeit aus Thüringen, aus Lauscha. Das sind Porzellane aus einer englischen Manufaktur. Ist das. Und das ist eine sehr schöne Elfenbeinarbeit zum Anstecken für die Damen. Die ganze Wohnung ist ein privates Maiglöckchenmuseum. Vieles erinnert an die Zeit, als der schwere Maiglöckchenduft sehr beliebt war. Die Artefakte hat Günter Haberland aber nicht nur selbst gesammelt, viele wurden ihm geschenkt. Ein Becher mit meinen Initialen GH, Günter Haberland und Maiglöckchen. Die zarten Blüten waren auch beruflich seine Passion. Als junger Wissenschaftler züchtete er in Wittenberg neue Sorten. Alle Gärtnereien haben noch Maiblumen angebaut und im Winter getrieben und verkauft. Hier wuchsen sie einst prächtig. Gärtner bauten sich große Villen neben die Felder. Denn das Geschäft mit den Wittenberger Maiblumen florierte. Im Frühling duftete es überall danach. Per Hand mussten die Felder unkrautfrei gehalten werden und im Herbst wurde ein Teil der Maiblumen samt Wurzeln aus dem Boden geholt. Also Erntenroden nannte man das. Dann wurde dieses Material aufbereitet, wurde auseinandergezupft. Dann hat man aus diesem Gewirr rausgenommen Blühkeime und Blattkeime. Man musste erkennen, hat dieser Keim eine Blütenanlage. Dafür waren geschulte Augen nötig. Nur die Keime mit Blütenanlagen lassen sich nämlich antreiben und zum Blühen bringen. Doch die Wittenberger waren clever. Der sieht aus wie der Wittenberger Schlosskirchturm, der Blühkeim. Also unten dick und oben spitz. Anfang des 20. Jahrhunderts bauten fast alle Wittenberger Gärtner Maiglöckchen an. Sie haben 24 Millionen Maiblumentreibkeime. 24 Millionen Maiblumentreibkeime geerntet, 1911. Die Zahl ist amtlich. Denn Boden und Klima rund um Wittenberg waren ideal. Die Blühkeime wurden in die ganze Welt exportiert. Sie lassen sich von Dezember bis März jederzeit vortreiben. Dafür müssen sie vorher allerdings gut gekühlt lagern. Rechtzeitig aus der eisigen Ruhe erweckt, blühen sie pünktlich zu Weihnachten. Zwei Weltkriege überlebte der Anbau. Doch 1974 war Schluss, weil die Felder entwässert wurden und Kunstdünger die Böden veränderte. Nur ein kleines Beet bei einer Gärtnereikollegin gibt es noch. Unter den Bäumen steht auch noch ein paar. Ja, aber ich meine, so schön sortiert und angelegt, das sind die historische Aufnahmen nachher. Und das ist großes Glück. Denn so gibt es in Wittenberg auch heute noch auf einigen Fensterbänken zu Weihnachten kleine Maiblumengrüße.